keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von WoW Weekly, unserem Wochenrückblicksformat, und wir schauen uns heute mal wieder an, was es denn in den vergangenen Tagen für interessante Neuigkeiten rund um World of Warcraft gab. Die letzten Tage waren eindeutig ein bisschen ruhiger, aber es gab dennoch einige interessante Informationen zu diversen Themen. Beginnen wir kurz mit einem Thema, welches wir bereits ausführlich behandelt haben, nämlich sowohl in einem eigenen Videoartikel wie auch im Podcast, nämlich die Aussage von Ion Hassikostas, dass sie ein System finden möchten, um in Zukunft die Split-Rates, welche die Progress-Gilden am Anfang eines jeden Contents durchführen, abzuschaffen. Das Ganze ist eine recht schwierige Herausforderung für die Entwickler, denn auf der einen Seite müssen sie eben einen Weg finden, ihr eigenes Vorhaben durchzusetzen, aber auf der anderen Seite wollen sie eben die ganz normalen Spieler, die eben den größten Teil ausmachen, in keiner Weise irgendwie einschränken bzw. deren Spielerlebnis verändern. Mal sehen, was da noch kommt oder vielleicht auch eben nicht kommt, und gehen wir zum nächsten Thema über, und wir bleiben bei Schlachtzügen, nämlich bei Uldir. Dies wird der erste Schlachtzug in der nächsten Erweiterung Battle for Azeroth sein. Die bisherigen Informationen von der BlizzCon bzw. von diversen Interviews wurden nämlich nun zusammengefasst und es gibt einige interessante Details. Der erste Raid wird nämlich im Gebiet Nazmir zu finden sein, auf dem Kontinent Sandalar. Es handelt sich dabei um ein ehemaliges Laboratorium und eine Art Quarantänestation der Titanen, um die alten Götter besser zu studieren. Insgesamt werden wir hier auf 8 verschiedene Bosse treffen und einer davon wird diese riesige, durchaus eklige Schnecke sein, die wir oben gerade im Bild sehen. Nämlich, diese wurde bereits auf der BlizzCon vorgestellt und es handelt sich dabei um eine, ich möchte fast sagen, sehr besondere Art von Gegner. Ebenfalls bereits bekannt ist, dass wir zwar kein Tierset dort finden werden, allerdings die Non-Set-Items thematisch zu dem Schlachtzug passen werden, sowohl optisch als auch von den Boni her. Und für Fans der Lore bzw. der Geschichte in WoW gibt es auch etwas. Laut Ion Hassikostas werden wir mehr über die alten Götter innerhalb des Schlachtzugs erfahren. Außerdem gibt es ein schönes Artwork zur Königin Ashara. Dieser werden wir allerdings nicht im ersten Raid begegnen, voraussichtlich aber im zweiten Raid von Battle for Azeroth. Kommen wir zum nächsten Thema, aber wir bleiben noch immer bei einem Schlachtzug, nämlich Antorus. Dieser öffnet in der kommenden Woche seine Pforten für uns. Am 29. November ist es soweit, der letzte große Raid von Legion wird im normalen und heroischen Schwierigkeitsgrad geöffnet. Eine Woche darauf, am 6. Dezember, öffnet dann auch der mythische Schwierigkeitsgrad und der erste Flügel des LFR. Alle 2 Wochen später, also am 20. Dezember, am 3. Januar und am 17. Januar, öffnet jeweils ein weiterer Flügel vom LFR. Es erwarten uns insgesamt 11 Bosse in der Schlachtzugsinstanz, dabei so besondere Gegner wie Aggramar oder natürlich am Ende Argus, aber natürlich auch eine sehr interessante Geschichte und wir erfahren natürlich, wie das Ganze endet. Laut Xell, der sich ja bei uns um die Raid Guides kümmert, werden unsere Raid Guides eben ab dem 30. November eintrudeln. Zuerst natürlich für den normalen und heroischen Schwierigkeitsgrad und dann die Woche darauf auch für den mythischen. Thematisch bleiben wir noch ein bisschen bei Antorus, denn mit der Öffnung des Schlachtzugs gibt es auch Neuerungen bei diversen Legendaries. So wird man über eine Questreihe einen neuen Ring bekommen können, der die Tier 2 Netherlicht-Tigel-Talente um 50% verstärkt, und darüber hinaus wird es voraussichtlich eben auch in Antorus selber, nämlich bei dem Boss Argus, ein legendäres Schmuckstück, eines der Pantheon-Schmuckstücke geben, nämlich wird dieses mehr oder weniger ein Arcano-Kristall 2.0 sein, der eben diverse Stats erhöht und legendär ist, aber außerhalb der Reihe fällt, da er nicht den Einschränkungen von 2 anlegbaren Legendaries unterliegt. Ebenfalls interessant, wenn auch durchaus ein wenig nervig manchmal, ist das Aufwerten der legendären Gegenstände. Unsere jetzigen Legendaries haben ja ein Item-Level von 970 und mit der Öffnung von Antorus werden wir diese wieder aufwerten können, nämlich auf das Item-Level 1000. Dafür sammeln wir wieder 50 Essenzen, in dieser Fall erweckende Essenzen, um eine erweckte Titan-Essenz herzustellen, und mit dieser können wir dann einen legendären Gegenstand aufwerten. Die Quellen dieser erweckenden Essenz sind die wöchentliche Mythisch Plus Beutekiste, dann bei Antorus in jedem Boss einmal pro ID, die abgesandten Kisten, die erste heroische Instanz am Tag, also die zufällige Random HC, und die wöchentliche PvP-Belohnung.
Kommen wir zum letzten großen Thema, nämlich zu einer weiteren Interview-Zusammenfassung von der BlizzCon 2017, die nun veröffentlicht wurde. Der bekannte Priester Automatic Jack hatte nämlich die Möglichkeit, auf der Messe mit dem Blizzard-Mitarbeiter Sigma zu sprechen. In dem Interview ging es hauptsächlich um das Klassendesign von Blizzard in Legion, aber auch darüber hinaus, wie die Entwickler möglicherweise mit der ein oder anderen Klasse oder Spezialisierung in Battle for Azeroth verfahren werden. Um die schriftliche Zusammenfassung durchlesen zu können, klickt ihr einfach unten in der Videobeschreibung auf den Link zur wöchentlichen Zusammenfassung in schriftlicher Form und dort findet ihr dann alle weiterführenden Links zu den Themen der Woche. Wie immer kommen wir zum Schluss noch zum aktuellen Bonusereignis. Dieses sind die Dungeons von Legion und es läuft seit dem 22. November und ist noch bis zum kommenden Mittwoch, dem 29. November, aktiv. Während dieser Zeit habt ihr die Möglichkeit, bei den Endbossen in den Instanzen einen zusätzlichen Gegenstand zu erbeuten. Dafür sorgt der Buff Zeichen des Kriegers. Außerdem hat natürlich der Erzmagier Timir in Dalaran wieder eine Quest für euch. Bei dieser müsst ihr 4 mythische Instanzen, auch mythisch plus Instanzen funktionieren, abschließen. Als Belohnung erhaltet ihr dafür eine Truhe mit Teufelsschätzen und aus diesem könnt ihr eben einen heroischen Gegenstand aus dem Grabmal des Sagerers herausziehen. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer sehr fürs Zusehen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, euer Kabasch.